wir sind im milchdichtesten Gebiet in Österreich, hier im Salzburger Flachgau, dass wir einigermaßen die Preise haben, mit denen man tatsächlich wirtschaften kann. Davon sind wir für viele Betriebe weit entfernt. Botschaft Nummer eins muss sein, diejenigen Länder, die den Markt momentan überschütten, beinahe so, müssen in entsprechender Weise Konsequenzen haben, indem man mit einem Bonus-Malus-System zukünftig arbeitet. Was ich nicht will, ist eine Kontingentierung. Wir werden die Vertreter der Rechnungshöfe auf europäischer und nationaler Ebene einladen, weil ich als Beamter gesehen habe, dass jede Rechnungshofprüfung zusätzliche Erfordernisse im formalen Bereich gefordert hat. Wir nehmen den Landwirten und der Bevölkerung im ländlichen Raum, die ja über die Landwirtschaft hinaus davon profitiert, wirklich die Freude an der Arbeit. Die können sich nicht mehr um das Wesentliche kümmern, um das, was sie gerne tun, sondern haben zu viele Erfordernisse in bürokratischer Hinsicht.